Herzlich willkommen von Wolf Fuß und Frank Buschmann, auch wenn es heute nur ein Testspiel ist. Wir freuen uns auf dieses Spiel. Heute spielt der MSV Duisburg gegen den FC Groningen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen wir einen kurzen Blick drauf. Sie gehen es heute zunächst mal etwas defensiver an, oder Buschi? Das ist jetzt keine Mauertaktik. Immerhin sind ja auch zwei Stürmer auf dem Platz. Aber das Mittelfeld wird schon zurückgezogen agieren. Schauen wir mal kurz auf die Startformation des Auswärtsteams. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Ich finde es schon beeindruckend, wie sehr die Menschen den Fußball lieben und das weltweit. Ja, Sportart Nummer eins. Der Fußball wächst immer weiter und das begeistert mich. Die Stimmung, Buschi, diese Kulisse, das macht für mich den Zauber des Fußballs aus. So ist es, Wolf. Die Fans machen ein echtes Spektakel auf den Ring. Das ist klasse. Das ist der Anpfiff. Das Spiel läuft. Verhoeven. Andreas Wiegel. Da passt er auf. Ball geklärt. Da ist Platz. Verhoeven. Stoppelkamp. Da ist jetzt Platz. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Da hat er sich mächtig viel vorgenommen. Vielleicht doch ein bisschen zu viel mit diesem Schuss. Eckball. Ecke kommt rein. Das war knapp. Da gewinnt er den Zweikampf. Fabian Schnellhardt. Verhoeven. Schöne Aktion. Kurze Flanke jetzt. Gut aufgepasst. Er hat die Flanke. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht.
Da trennt er ihn vom Ball. Den Ball holt er sich. Super dazwischen gegangen. Das ist gut. Sie unterstützen den ballführenden Spieler. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Da gibt es Vorteil. Spiel geht weiter. Und jetzt die Flanke. Er nimmt ihm den Ball ab. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und direkt zurückgespielt. Er versucht's. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Da steht er gut, er kann dazwischen gehen. Da haben sie jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Schönes Ding. Mit dem Kopf, das sehen wir hier nochmal. Da kommt er gut hinter den Ball und kann ihm genug Tempo mitgeben. Sehr gut gemacht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Jetzt steht es 2:0, das dürfte Ihnen Ruhe geben. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse! Hier diesen Pass, weg ist der Ball. 2 Minuten werden nachgespielt. Sie kommen über den Flügel. Das wird einen Eckball geben. Die Ecke könnte die Chance zum Anschlusstreffer sein. Die Fans stehen weiter hinter dem Team. Kein guter Auftritt von ihm bisher, muss man so sagen. Er kommt heute nicht rein in diese Partie, aber es fehlt ein Stück weit. Zur Pause eine scheinbar beruhigende Führung. Es steht 2:0, aber sie müssen weiter konzentriert bleiben. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat. Ein Tor konnte er ja schon machen. Guter Auftritt bisher. Daran wird er anknüpfen wollen. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen. Stoppelkamp. Schießt er ihn rein. Der Ball geht ins Tor aus, aber er hat den Pfosten noch berührt. Gute Idee, versucht den Doppelpass. Jetzt kommt der Schuss. Jetzt will er mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Auch dieser Ball kommt an. Das macht er gut heute. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ah, das muss er besser lösen, müsste gelb geben. Und für dieses Foulspiel wird er verwarnt. Okay, die gelbe kann man geben. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal.
Der Schiedsrichter wertet dieses Einsteigen, diese Grätsche richtig. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Die Gäste werden wechseln. Ball draußen, es gibt Einwurf. Sie sind nach wie vor in Rückstand und müssen jetzt alles versuchen. Es wird gewechselt, vielleicht läuft es dann ja besser. Fröde. Klasse Pass. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Chance vertan. Die Kugel ist weg. Der war weit weg, aber kein schlechter Schuss. Das macht der Torwart gut. Den Ball hat er. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Jetzt könnte es gefährlich werden. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ich glaube, für diese Aktion sieht er gelb. Das gibt eine Verwarnung. Gelb ist angemessen in dieser Szene, Wolf. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie raus machen? So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Ja, da müssen Sie aufpassen. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt könnte der Pass kommen. Flanke jetzt. Ja, die Flanke ist zu weit, da kommt keiner dran. Auch ein Einwurf kann Gefahr bringen. Sie müssen konzentriert verteidigen. Auswechslung. Mal sehen, ob Sie durch die Umstellung besser ins Spiel kommen. Noch liegen Sie hinten. Das könnte sein. Keine Gefahr hier, da hat er den Ball nicht richtig getroffen. Weg ist der Ball. Der Pass zurück zum Keeper. Super Timing, da kommt er raus und hat den Ball. Eine ganz starke Aktion vom Torwart. Spielt er gut mit. 10 Minuten noch auf der Uhr. Schlussphase jetzt. Da kommt der Schuss. Den Schuss kann er blocken. Gut aufgepasst. Nein, wer soll diesen Pass kriegen? Weg ist der Ball. Fängt diesen Ball ab. Toller Pass. Spielt den Ball in den freien Raum. Er schießt. Sie sind dran. Sie könnten ihre Führung weiter ausbauen. Das ist der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Ein Sieg im Freundschaftsspiel nimmt man gerne mit. Und es war ein gutes Training. Und wenn man dann auch noch gewinnt, dann ist das gut für die Stimmung im Team. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Exzellente Leistung heute von ihm bei diesem Sieg. Und das Tor war natürlich die Belohnung für seinen Klasseauftritt.